Herzlich willkommen zur Übung im Thema Literaturrecherche. In diesem Video werden die Suche nach geeigneten Datenbanken sowie deren Nutzung kurz vorgestellt. Auf der Seite der Uni Bib Hagen finden Sie neben der Katalogsuche, der Suche in der DigiBib sowie der Zeitschriftensuche auch den Zugang zu verschiedenen Datenbanken. Sie können alphabetisch oder systematisch nach Datenbanken suchen. Bei der systematischen Suche können Sie nach einem spezifischen Fach filtern. Wir nehmen hier einmal die Wirtschaftswissenschaft. Dies gibt in unserem Fall eine Liste unterschiedlicher wirtschaftswissenschaftlicher Datenbanken. Als Beispiel nehmen wir hier einmal die Datenbank Business Source Ultimate. So kommen Sie zu der Oberfläche der Datenbank Business Source Ultimate. Sie können nun in der ersten Zeile ein Schlagwort eingeben. Wir nehmen hier einmal das Wort Accounting. Wie Sie sehen, schlägt mir EBSCO bereits verschiedene weitere mögliche Schlagwörter vor. Aber wir gehen einmal nur mit dem Wort Accounting. In dem Feld rechts daneben können Sie in verschiedenen Kategorien suchen. Das bedeutet, Sie suchen mit dem Schlagwort Accounting zum Beispiel nur im Titel oder im Abstract der Literatur, was wir hier auch einmal machen wollen. Sie können auch mehrere Schlagwörter verbinden. Dies funktioniert mit verschiedenen Operatoren. And bedeutet, dass weitere Begriffe in der Literatur enthalten sein müssen, außer dem Wort Accounting. Dann gibt es or, hier darf das eine oder das andere Schlagwort enthalten sein. Bei not darf das damit verbundene Schlagwort nicht auftreten. Diese können sinnvoll sein, um Themenbereiche voneinander abzugrenzen. Zum Beispiel benutze ich hier den Operator and, da ich auch im Mittelstand suchen möchte. Das bedeutet in Small and Medium-Sized Enterprises. Auch hier möchte ich nur im Abstract suchen. Im unteren Teil der Suchoptionen sehen wir verschiedene Eingrenzungsmöglichkeiten. Sie können zum Beispiel nach einem bestimmten Zeitraum suchen. Dies kann gerade bei sehr schnell veränderlichen Themenbereichen sinnvoll sein, um nur die neueste Literatur zu bekommen. Ebenso kann nach verschiedenen Publikationstypen gesucht werden. Hier können Sie zum Beispiel nach Fachzeitschriften, Büchern oder einen der ganz vielen anderen Typen, die Ihnen EBSCO vorschlägt, suchen. Auch die Sprache können Sie filtern. Hier wird die Suche zumeist aber auf nur englische Artikel beschränkt. Ebenso kann die Art der Literatur vorher ausgewählt werden, indem Sie zum Beispiel nur nach Artikeln oder nach einem der anderen Dokumententypen suchen. Nach Betätigen des Suchen-Knopfes erhalten Sie Ihre Ergebnisse. Oben können Sie die Anzahl der Resultate sehen. Bei einer sehr großen Menge deutet es darauf hin, dass Sie Ihre Schlagwörter vielleicht noch präziser formulieren oder Eingrenzungen vornehmen müssen. Nun sehen Sie die verschiedenen Artikel, die Ihre Suchwörter enthalten. Nun können Sie, wenn Sie eine der Artikel anklicken, anhand des Titels oder des Abstracts evaluieren, ob diese für Ihre Arbeit grundsätzlich geeignet sind. Selbstverständlich bedarf jeder Artikel eine tiefergreifende Prüfung nach den gewünschten Inhalten. Aber Titel und Abstract dienen hier nur als erster Filter. Sie können hier auch die Schlagwörter einsehen, welche dem Artikel zugeteilt sind. Finden Sie bei mehreren für Sie relevanten Artikeln dieselben Schlagwörter, wäre es sinnvoll, nach diesen einmal separat
oder in Kombination mit den bereits vorhandenen Schlagwörtern zu suchen. So können Sie einen kurzen Überblick haben über die Möglichkeit der Literatursuche in Datenbanken. Weitergehende Hinweise und Hilfestellungen finden Sie im Fachportal der Wirtschaftswissenschaften. Hier werden Ihnen auch Schulungen zu den verschiedensten Themen der Literaturbeschaffung angeboten. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit.